So, guten Tag. Ich bin jetzt Golfer mittlerweile. Glaub es nicht. Ich krieg keinen Zugang zu dem Tier. Kann nicht wahr sein. Knacker. Yes, Welle. Yes, Welle. Sorry Leute, aber ich, ohne Witz, ich habe glaube ich über 60 oder an die 60 Versuche gebraucht. Kein Scherz, ich habe ihn nicht gekriegt. Das ist so nice. Ihr glaubt das gar nicht. Ey, sorry gerade, da geht Nellas gerade von mir weg. Ich habe den nicht gekriegt. Ich habe alles versucht, Messer, Axt. Da bin ich irgendwie auf die Bogen gekommen, ne? Unglaublich.
Achso. So. War denn die? Warum wird denn das nicht in der, hier in der Welt angezeigt? Bin ich bekloppt im Kopf? Sorry, wenn ich das so sage, aber bin ich bekloppt im Kopf oder was? So. Quest. So, bringe sie zur Dings, zu Daphne. So. Point. Das ist mal ein Baby, man ist mal einfach Zeus des Alters. Also, ohne Witz, ne? Das kann doch nicht sein, dass mir nicht angezeigt wird auf der Karte, wo ich hin muss gerade. So bedeppert kann ich doch gar nicht im Kopf sein. So. Ach, jetzt auf einmal wird es mir angezeigt, oder was? Unglaublich. Bin nur die Karte darüber gegangen, da wurde es mir nicht angezeigt. Oder habe ich den so blind übersehen? Wahrscheinlich bin ich so bedeppert im Kopf, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Los! Genau, los jetzt. So, irgendwo da vorne müssen wir nämlich hin. Vor die Nase. Ein netter Herr. Entgegengekommen. Ella. Los. Ah. Bestienbezwingerin. Schön, dich zu sehen. Daphne. Das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können oder aufgeben. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du etwas voreilig. Vielleicht. Dieser Eber erlegte sich zwar schwerer als der Kalydonische, doch bisher habe ich noch jedes Schwein erlegt. Das kannst du mir glauben. Die Götter waren weise, als sie dich zu mir sandten. Ich vertraue den Göttern. Sie führten mich auch zu dir. Sie haben Sinn für Humor. Wieso das? Wir werden nach der Jagd über die Götter und ihre Wünsche sprechen. Das sollten alle Fälle sein. Ja.
Doch die Prüfung ist noch nicht vorüber. Wie meinst du das? Du hast dich in den Augen der Artemis als mächtige Jägerin bewiesen. Aber es bleibt noch eine Kreatur, die du besiegen musst. Dieses Tier ist keine einfache Beute. Triff mich und meine Schwestern auf der Klippe, die das Dorf überblickt. Warte, warum so geheimnisvoll? Weil es so viel mehr Spaß macht. Okay. Ehrlich. Aber ohne Witz, ich glaube an die 60 Versuche gebraucht. Für diesen Eber. Dachmen, Lid. So, die Jagd der Göttinnen habe ich abgeschlossen. Und wir sind auch endlich wieder mal eine Stufe höher gekommen. Schaden und Gesundheit wurden verbessert. Dann gehen wir mal hier hin. 3333. Oh, passt. Glaube ich. Oder? So, im Inventar haben wir jetzt hier irgendwie neue Sachen. So, die Meisterin-Montur der Artemis haben wir jetzt einmal komplett für Jäger, falls wir machen wollen. Attentat, Kriegerschaden. Ich habe ja mal Bock drauf, ne? Hammer. So, ich bin mir. Komm her. Bin mir nicht gerade sicher, ob das so gut ist. Die Gegend wird gut bewacht. Ich bin hier. Wirst du mir jetzt sagen, was hier los ist? Meine Schwestern. Wie es das Gesetz vorsieht, das Artemis selbst festlegte, ist die Zeit meiner Prüfung gekommen. Ich präsentiere euch daher Cassandra. Bei Hades, was geht hier vor sich? Es ist alles gut. Hab keine Furcht. Mhm. Genug mit Geheimnissen. Ich will die Wahrheit. Artemis schickt für jede Generation ihre Boten in die Wildnis. Diese Kreaturen sind das Zeichen für ihre Töchter, dass ein Herausforderer sie erwartet. Einer, der sie führen wird. Führen? Was soll das bedeuten? Besiege mich in einem Kampf auf Leben und Tod und werde zur Anführerin der Töchter der Artemis. Lehne ab und du wirst zu einem Niemand für uns, wie zuvor. Anführerin? Ja. Töte mich und die Töchter der Artemis werden deine Verbündeten sein. Die Götter brachten uns für diesen Moment zusammen. Wofür du dich auch entscheidest, es gibt kein Zurück. Daphne, ich kann nicht. Ich dachte, wir wären Freundinnen. Das ist der Weg meines Volkes. Ich mache die Regeln nicht. Ich folge dem Willen der Göttin. Ich schätze unsere Freundschaft. Aber Artemis und die Tradition. Vergiss Tradition. Ich nehme nicht das Leben einer Frau, die ich respektiere und bewundere, die ich... Würdest du die Götter derart beleidigen? Vom ersten Moment an spürte ich etwas zwischen uns. Hast du es denn nicht auch gefühlt? Warum tust du das? Es bringt mich um! Daphne. Nein!
Ich widersetze mich Artemis nicht. Auch wenn es mir das Herz bricht, ich leistete einen Schwur. Aber Daphne... Ich werde ihn nicht brechen. Verzeih. Aber... Geh und komm nie wieder. Wenn doch, werde ich dich töten. Artemis Anden. Sehr gut. So, Deli. Moment, ich habe hier auf der Karte nämlich was gesehen. Was ist denn das hier? Haben wir hier tatsächlich eine Kultistin? Hier rumhockt. Die Seherin, Iokaste die Seherin. Iokaste die Seherin, Daten der Götter, die mystische Weise hielt das Herz der Welt in Händen. Es war Iokaste, die das Orakel von Delphi mit Lügen fütterte. Es war Iokaste, die Böses anwies, Deimos zu entführen und wie ihr eigenes Kind großzuziehen. Iokaste pervertierte jedes Gebet und jeden religiösen Ritus, um jeden Akt der Anbetung in eine Opfergabe an den Kosmos zu verwandeln. Hier ist ein Weg. Hey, du brauchst nicht so vorbeihalten. Ja. So, irgendwo hier. Ernsthaft. Die aber... Anavatos-Ruine. Los! Herrlich. Herrlich. Wo ist das letzte? So, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Erstmal alle so platt machen. Oder mich anzuschleichen. Aber erst mache ich mal eins noch. Schnell speichern. Vielleicht klappt das ja. Ja. Yeah!
Fresse doch. Yes, Bebe. Yes. Das hast du verdient. Sogar noch Schlimmeres. So, Stab des Asklepios haben wir jetzt auch noch bekommen. So, und dann haben wir hier einen neuen Hinweis jetzt irgendwie erhalten. So, es ist ein Lügner geplant, kontrollierte Kriegsparteien. Nutze den Glauben an die Götter aus, um alle zu manipulieren. Okay. So. Ja, Schadenattentat. Dann nehmen wir gleich mal den. Und wo ist denn das gute Ding? Hier. Attentat, Schaden, Adrenalin. So, jetzt haben wir einmal hier. Heldenschlag. Verwandelt kritische Chance in Schaden um. Und dann. Delete. Da. Das nächste Artefakt. So. Und da die jetzt ja ein bisschen auf der Suche nach mir sind. Hätte ich mich jetzt mal auf. Kieseln, um das mal so zu sagen. Ich überlege gerade, was ich jetzt machen könnte, sollte tun. Im Sinne von. Weil ein bisschen haben wir ja noch zu tun, ne? Versteinerter Tempel, solche Sachen. Ein paar Sachen. Vieles habe ich schon erledigt, aber ich habe ja hier noch immer dieses, ne? Jagdgesellschaft. Lebensaufgabe, vergessene Insel, hier, da sind die Zyklopen. Ich glaube, einen habe ich besiegt, den anderen noch nicht, ne? Und hier ist ja die Schmiede, beziehungsweise den Dings. Wobei, den habe ich, glaube ich, besiegt, aber den noch nicht. Na gut, weiter geht's in der nächsten Folge.